Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Wahlen stehen vor der Tür. Und wie Sie sicherlich wissen, bewerbe ich mich für das Amt des Finanzkanzlers in Deutschland. Sie kennen sicherlich auch mein Motto, alles für alle. Und meine Botschaft ist einfach und klar. Wir Deutschen haben jahrelang den Gürtel enger geschnallt, während andere Party gefeiert haben. Andere haben das Richtige getan, etwa unsere amerikanischen Freunde. Dort hat die Notenbank zur richtigen Zeit das Richtige getan, aber auch die amerikanische Regierung. Dort wurde Helikoptergeld ausgeschüttet. Jeder Amerikaner hat einen saftigen Scheck bekommen. Und das wollen Sie doch sicherlich auch. Nun hat mein Mitbewerber Olaf Scholz einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Das reicht mir nicht. Ich fordere mindestens 24 Euro an Mindestlohn. Und ich möchte auch den Wohlhabenden, den Millionären und Milliardären in diesem Land zurufen, das alles wird nicht einhergehen mit Steueranhebungen. Im Gegenteil, fürchtet euch nicht. Ich werde die Steuern senken. Wir haben eins gelernt, meine Damen und Herren, durch die Finanzkrise und durch die Corona-Krise, wir müssen helfen, gerade auch unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und hier bin ich für massive Rentenanhebungen, denn es muss auch für Mitmenschen, die jahrelang gearbeitet haben, möglich sein, auch mal einen Casino-Besuch etwa zu absolvieren. Wir haben gesehen, dass in der Corona-Krise wie auch in der Finanzkrise die Notenbanken immer das Richtige zur richtigen Zeit getan haben. Jetzt kommt die Zeit, wo wir wieder das Richtige tun müssen. Und meine Damen und Herren, wir haben doch eins gelernt. Schulden werden entweder niemals zurückgezahlt, das wissen wir ja alle insgeheim, oder wir können einfach das Geld drucken, um diese Schulden zurückzubezahlen. Ich möchte auch in Richtung Frau Baerbock ganz klar die Botschaft senden, damit stoppen wir auch den Klimawandel. Denn wir werden das Klima mit so viel Geld zuschütten, dass es gar keine Lust mehr hat, sich zu wandeln. Was müssen wir also tun? Wir brauchen einen echten Wandel und wir brauchen einen Menschen an der Spitze der EZB, der dieses Geld uns zur Verfügung stellt, der gewissermaßen die kulturelle DNA dafür mitbringt. Und das muss ein waschechter Italiener sein. Nun steht derzeit Mario Draghi, der Göttliche, nicht zur Verfügung, aber ich habe jemand gefunden, den ich an der EZB-Spitze etablieren werde, und das ist ein Italiener mit Leib und Seele. Es ist Marcello Fraccherino. Marcello Fraccherino weiß, dass der Abbau von Schulden völlig kontraproduktiv ist. Warum sollen wir Schulden abbauen, wenn Schulden ohnehin nicht bezahlt werden oder wir einfach das Geld drucken können, um diese Schulden zu bezahlen? Marcello Fraccherino weiß, dass Inflation nicht wirklich ein Problem ist. Hören Sie nicht auf die Angstmacher und Miesmacher, die vor einer Inflation warnen. Marcello Fraccherino und die EZB, wir haben doch die Mittel, die statistischen Werkzeuge, damit es nicht zu einer Inflation kommt. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen zurufen, vertrauen Sie mir. Geben Sie mir Ihre Stimme zum Finanzkanzler, denn ich habe es verdient und Sie haben es sich verdient. Wir schaffen das.